So, guten Morgen. Der zweite Tag des Brückengaus. Wie ihr hier hinter mir seht, hier ist super Stau. Ausnahmsweise bewegt sich hier jetzt mal was. Die Stadtwerke haben Zusatzbusse eingesetzt, wie ihr seht. Das Dumme ist nur, die stehen natürlich auch im Stau. So, da vorne seht ihr die Theodor-Heuss-Brücke, eine der letzten beiden verbleibenden Autobrücken in Mainz. Ich weiß nicht, ob man das später im Video erkennen kann, aber der Verkehr nach links, das ist Richtung Frankfurt, der steht. Da geht wirklich nichts mehr. Zwischendrin stehen auch Busse. Der Verkehr nach rechts ist völlig frei, also der Verkehr nach Mainz rein. Was natürlich daran liegt, dass der Pendelverkehr in Richtung Frankfurt natürlich wesentlich stärker ist als nach Mainz rein. Der ist sehr gering, deswegen habe ich auch überhaupt keine Probleme, auf die Arbeit zu kommen. So, das ist jetzt schon ein lustiges Bild. Das ist die Kaiserstraße. Ihr seht hier, die eine Spur ist komplett frei. Da fährt keine Sau. Und die andere Spur steht. Das ist die Spur, die in Richtung Theodor-Heuss-Brücke Frankfurt geht. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Bahnhof. Bis später. So, ich bin jetzt am Mombacher Kreisel. Das ist quasi die Auffahrtstelle auf die Schiersteiner Brücke. Da seht ihr wunderbar die Nestle. Habe ich schon oft erzählt in Linio, manchmal für super Duft in Mainz sorgt, aber im Bauhaus gehen gerade die Lichter an. Hier ist jetzt die Auffahrtstelle auf die Schiersteiner Brücke, alles gesperrt, keine Polizei, irgendwie niemand, Ordnungsamt, gar nichts. Und hier ist natürlich tot. So, schön hier direkt nebendran die, das Mainzer Klärwerk. Ja, mit den, was sind das, Faultürme oder wie auch immer. Es ist hier also super, zusammen mit der Nestle da hinten, hinter dem Bauhausschild. Wunderbar, also Luftkurort hoch 13 hier. Ein super Geruch, kann ich nur jedem empfehlen. Wunderbar. Hier dann jetzt die Auffahrten auf die Schiersteiner Brücke. Natürlich ist hier nichts los, wer hätte es erwartet. Normalerweise um die Uhrzeit ist hier richtig was los, aber im Moment ist hier ja alles eingeschlafen. Wer hätte es gedacht? So, da vorne sehen wir dann irgendwie ein Auto von, was weiß ich, Gutachtern, Bauarbeitern, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren die hier gerade langsam die Ausfahrt herunter, was auch immer die machen. Nächste Woche wissen wir ja angeblich mehr. Haben sie schön gemacht, damit man bloß nicht während Fasnacht irgendwas davon mitbekommt. So, da vorne ist jetzt die Stelle, wo erstmal hier Schluss ist, abgesperrt. Das ist die Strecke, die ich normalerweise mit dem Fahrrad fahre, weil meine normale Fahrradrunde geht auch über die Schiersteiner Brücke rüber nach Wiesbaden und dann wieder schön am Rhein zurück und noch ein Stückchen weiter als Mainz. Aber ja, die Strecke kann ich im Moment auch knicken. So, jetzt sind wir hier unter der Brücke. Ich bin gerade hier durch. Das ist wohl wahrscheinlich das Stück, also zumindest von da vorne. Da vorne ist dann quasi hinter dieser Mauer, die ihr da seht, da geht es dann in den Rhein. Also müsste das hier diese Vorlandbrücke sein, also dieser Teil, von dem die ganze Zeit geredet wird. Also irgendwie Riss sehe ich jetzt hier keinen. Bin hier todesmutig drunter durch, nur für euch. Jo, vorne stehen ein paar Bauarbeiter. Die haben mir jetzt aber auch nichts gesagt, außer, ja klar, hier darf ich noch durch. Also das Ding hier, na gut, drunter durch, die wird jetzt nicht sofort einkrachen, aber den Riss sehe ich leider auch nicht. Hier seht ihr übrigens links die zweite Brücke, die gebaut wird, seit irgendwie letztem Jahr. Was mich so ein bisschen wundert, normalerweise sind da auch Bauarbeiten, auch am Wochenende. Und auch sogar nachts, also das ist nachts hier richtig beleuchtet normalerweise. Aber ich nehme mal an, dass sie das im Moment eingestellt haben, um erstmal zu gucken, was mit dieser, mit der alten Brücke ist. Ob sie die irgendwie nochmal zum Laufen kriegen. So, machen wir mal einen Rundumblick. Ne? Das ist die Auffahrt Richtung Bingen, Frankfurt. Das hier jetzt über uns, das ist die Auffahrt, die Abfahrt von Wiesbaden, wenn man von Wiesbaden kommt, genau. Ja. Da drüben ist die Auffahrt nach Wiesbaden und da hinten ist dann die Abfahrt, wenn man von Bingen Frankfurt kommt. Als tot verlassen. Nichts geht mehr. Und ich kann kein Fahrrad mehr hier drüber fahren. Na gut, es ist sowieso nicht die schönste Strecke gewesen. Muss ich mir halt eine andere suchen. Okay, ich glaube, ich habe die Stelle gefunden.
Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video nachher sieht, aber da vorne, wo die Treppe hochgeht, der Übergang, der ist eindeutig mal abgesenkt. Also diese 30 cm sieht man echt von hier aus. Ist ja krass. Jetzt sehe ich, was das für ein Fahrzeug ist. Das ist von der Stadt. Die gucken hier die Planken nach. Also diese Leitplanken. Und ja, der macht sich da zu schaffen an diesen. Ach, keine Ahnung, wie diese Dinger heißen. Diese reflektieren, wo halt die Striche und die Kreise drauf sind. Na gut, ist ja praktisch, ne? Jetzt kann man das sich mal hier angucken. Vielleicht in Ruhe auch mal ein bisschen reparieren. Normalerweise ist ja hier immer Action. Kannst ja nicht einfach so die Brücke absperren, wenn man mal hier Arbeit machen will. Also machen sie natürlich schon, aber jetzt ist mit Sicherheit ein guter Zeitpunkt dafür. So, nochmal der Blick auf die Auffahrt. Quatsch, das ist ja die Abfahrt. Die Auffahrt ist da drüben, genau. Mal gucken, wie das mit der Brücke weitergeht. Also es gibt ja ein Gutachten, wenn ich das richtig nachgelesen habe, von 2005, worin davor gewarnt wird, dass ab 2012 bei dieser Brücke mit akutem Versagen zu rechnen ist. Naja, sie hat jetzt immerhin 3 Jahre länger gehalten, aber ich würde mal sagen, das kann man akutes Versagen nennen. Das heißt, es war seit 2005 bekannt, seit 10 Jahren. Und ja, das Übliche, es wird ausgesessen, dann die Grünen haben da ging es um dieses Naturschutzgebiet hier, der Mainzer Sand. Das ist auch sehr schön, aber die Brücke führt da sowieso schon drüber, weil sie in den 60er Jahren gebaut wurde. Da hat sich einfach noch keiner irgendwie Gedanken darüber gemacht. Also von daher, ja. Also sträuben nützt halt nichts, wenn es einfach nicht anders geht. Es gibt ja auch keine Alternative. Die Grünen haben auch keine Alternative dazu angeboten. Autos abschaffen wäre eine super Alternative. Klappt auch wunderbar in der Pendelregion wie Rhein-Main. Aber jetzt haben sie halt den Salat. Das wollte ich schon immer mal machen. Mitten auf der Autobahn stehen. Das habe ich noch nie gemacht. Cool. Also hier ist auch keine Absperrung oder sowas. Also ich bin jetzt hier nicht irgendwie illegal rein oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Hier ist wirklich gar nichts abgesperrt. Ich meine, hier passiert ja auch nichts, weil hier fährt ja nichts mehr. Boah, auf der Autobahn stehen und filmen. Coole Sache. So, da bin ich jetzt wieder in der Zivilisation fast angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt auch, wenn nie so viel zu sehen war. Aber so ein bisschen rangeführt habe ich euch vielleicht. Und damit gebe ich zurück ins Studio.